Willkommen zurück zu Tag 3 Need for Speed Heat. So, wer die anderen Folgen noch nicht gesehen hat, schaut es euch unbedingt an. Tag 1 und Tag 2 bereits hochgeladen. So, wir müssen jetzt mal schauen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach wieder raus. Wir müssen hier noch eine Herausforderung wählen. Drücken wir einfach mal drauf. Jawohl. Aktiv. Aktiv ist immer gut. So. Und dann starten wir mal am Tag. Eins meiner Trainingsrennen steht an, falls du also Lust hast. Jo, hab ich. Schick mir die Details. Oh, sah auch schon so geil aus. Wir sehen uns dann in Downtown. Okay. Ja, ist ja Geschmackssache, aber ich find's einfach geil. Hat was, so richtiges Muscle Car. Wo müssen wir denn hin, Meister? Dahin? Alles klar. Oh, Rundkursrennen, aber ordentlich, ey. Puh. Was? Geschicklichkeits... trifft dich vor dem Rennen mit Decks? Ja, das wird nichts damit zu tun haben, nehme ich an. Probieren doch. Egal. Yoshikatsu, ne? Da bin ich mal gespannt. Luftfederung wäre doch ganz geil. Dann können wir, glaube ich, noch ein bisschen tiefer finden im Auto. Hey Jungs, was ist los hier? Gib mal den Gas. Einer, der mithält, wow. Ist ja noch auch nicht die Welt, ne? Wenn das Spiel nicht langsam ein bisschen schwerer wird, würde ich sagen, stellen wir den Schwierigkeitsgrad um auf schwer, weil irgendwie. Es ist gerade ein bisschen öde. Der eine hält ein bisschen mit, aber der andere ist auch schon weit weg. Ist nicht immer das Sparky, ne? Sparky ist immer da.
Er klebt dir wirklich am Arsch wie so ein richtig schöner, ekliger Schmierschiss. Boah, jetzt ist er schon ganz schön weit weg. Sind dann manche so extrem langsam, das verstehe ich nicht. Aber das Auto marschiert einfach nur so brachial nach vorne, das ist der Wahnsinn. Jetzt habe ich den Spark ja doch ganz gut abgeschüttelt, ey. Naja. Oh, 12.000 ist gut. Also nicht mal im Ziel, ey. Eieiei. So, jetzt müssen wir hier zu dem... Fuzzi hier. Vorher nehmen wir jetzt einmal das Plakat mit. Vorher machen wir einen Donut. So. Mal gucken, ob es klappt. Jo, ich bin's. Wie läuft der Wagen? Läuft wie geschmiert. Ich weiß, er ist nicht der Kracher, aber er ist zumindest ein Anfang. Quatsch, er ist wirklich gut. Danke, dass du ihn mir verkauft hast. Gerne. Und der Service ist übrigens inbegriffen. Falls du Motorprobleme hast oder irgendwas Komisches hörst, kümmere ich mich darum. Danke. Du weißt, wo du mich findest. Peace. Cool. Und Nitro, 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 Nitro. Ah, schade, ein bisschen zu spät. Uiuiuiui. Also machen wir mal den Geschicklichkeitstest. Bin ich mal gespannt, was das sein soll. Slalom? Hey Dex! Schön, dich wiederzusehen! Ich zeig dir den Weg zur Strecke. Mir nach. Da vorne nach links. Ah, nicht Lukas diesmal, hm? War ja klar. Ah ja. Da kommt man nach oben. Gleich nach rechts. Wir sind auf diesen Straßen aufgewachsen. Lukas und ich sind im gleichen Alter, auch wenn er eindeutig verlebter aussieht. Er macht mir schon fertig. Auf der Strecke, zu der wir gerade fahren, sind wir zu Racern geworden. Ich glaube, es ist eine Art Wasseraufbereitungsanlage. Da hat's gestunken wie in der Hölle, weshalb sie perfekt war. Dreckige Luft und freie Straßen. Einmal ist Lucas fast in einen offenen Abwassertank gedriftet. Aber keine Sorge, er ist inzwischen abgedeckt. Naja, wer weiß.
Bei mir muss jetzt hupen, aber der andere kann durchfahren oder was? Jetzt nach rechts. Natürlich. Jetzt veranstalte ich hier Trainingsrennen für die Neuen, damit ihr euch beim Showdown nicht blamiert. Und wenn du mich beeindruckst, habe ich vielleicht was für dich, um deinen Wagen für den Showdown fit zu machen. Klingt großartig. Fahr doch einfach mal zu, Junge. Warum halten wir nicht einfach an und tun die... Der andere fällt gleich näher. Da sind wir. Dann zeig mal, was du kannst. Ah, der verfolgt uns jetzt. Bieg hier rechts ab. Das Plakat. Aha. Und nun? Slalom, hä? Oder Drift? Naja. Oder ein normales Rennen, ne? Nubalam! Passt ja, immer. Bleib bei mir dran! Oder geh selbst in Führung! Ich geh selbst in Führung. Ich mach das schon, weg da. Das Teil geht so ab, Mann! Juhu! Guter Start! Müssen wir jetzt doch mal ein bisschen konzentrieren, ha? Huh? Der eine hier, der hängt mir ganz schön am Arsch. Junge, Junge. Ich hoffe, du kennst den Weg. Ich bin noch da. Ja, aber du bist weit weg. Jetzt tue ich da vorne echt welche überrunden oder was? Sind die echt so lahm? Das gibt's ja gar nicht. Da kommt ja gar nicht aus dem Knick da vorne. Ich muss dich warnen, ich verliere nicht gern. Das ist eine dumme Sau. Entschuldigung. Wow. Hat dir Lucas das beigebracht? Er war nämlich früher ähnlich überragend. Du kannst definitiv wiederkommen. Warum schaut der jetzt in dem Auto so aus wie ich? Müsste aus eigentlich auch schauen wie der Dex und nicht wie ich. Puh. Hey, die verfolgen mich ja gar nicht. Das ist ja fein. Gut zu wissen. So, jetzt können wir gleich mal gucken hier. Ist nichts weiter los. Wahnsinn. Schnell.
Schnellreise machen. Aber wir können mal gucken hier. Da ist ein Nachtrennen, okay. Das ist aber wieder das Einzige, ey. Wieso gibt es denn da so wenig? Ist hier irgendwas falsch oder was? Was muss ich denn für Sicherheit machen? Vordertrepp Stufe 7 und Performance-Bewertung 140. Puh, das dauert ein bisschen, ne? Da sind wir gerade mal bei 3. Also machen wir Schnellreise hier hin, dann können wir dann... Können wir dann auf Nacht umswitchen und dann müsste das ja passen. So, mal, ich bin ja hier eingesperrt. Hallo, hier ist alles zu. Beginne einen neuen Tag, um die Questreihe voranzubringen. Ja, nö, ich mache jetzt mal hier einen Nachtwechsel. Juhu. Geil. Vor allem, wie schnell das dann lädt. Hammer. Rundkursrennen, jawohl. Das der will mich ja gar nicht verfolgen, was ist mit dem los? Er gemerkt, er hat keine Chance, ja? Nur wegen mir. Ich brauch den nicht zwingend. Weißt du, eine Kopfverfolgung mal was anderes wäre, ne? Aber die wird schon noch kommen. Den Baum kannst du einfach so wegschmettern, als wenn er aus Pappe wäre. Hab ich nicht gesagt. Hab ich nicht gesagt. Doch. Das macht die Sache wenigstens ein bisschen interessanter. Stärkung dürfte rein, jetzt schon. Ey, da sind doch noch andere Jungs, ne? Musste ich mir hinterher fahren. Thank you.
Jetzt jag ich ja schon eher die Cops, als dass sie mich jagen, ey. Gesessen, glaube ich. Was geht denn hier ab? Pass da draußen auf dich auf. Die Cops machen jetzt offenbar ernst. Gibt es hier nicht irgendwo was zum Entkommen? Ah, da. Macht euch an die Arbeit und findet diesen verdammten Wagen. Uiuiuiuiuiuiuiui. So. Wir blasen die Verfolgung ab. Unsere Zielperson ist entwischt. Verstanden. Nehme meine Patrouille mit. So. Sorgt weiter für Aufruhr. Dann wird das schon. Na bestimmt. Neuen Wagen. Honda Civic Type R. Ja. Und ein Mazda X7. Oh. Und ein Lotus Exige. Geil. Gleich drei Stück. Hier stehen jetzt neue Teile zur Verfügung. Und die sind auf jeden Fall eine Verbesserung. Ja? Nur wenn du das sagst. Street Arts. Viel Text sowie Sticker. Ne? Okay. Cool. Geilo. Driften, Racing, Offroad, Straßen. Finde ich gut. Ja, aber da Sport zu wählen, das ist ja Käse. Vor allem hier haben wir bald Rep-Stufe 6. Und was macht plus 20? Also, was haben wir denn noch? Luftfederung wollte ich. Ah, reicht nicht. Genau, dann komme ich noch ein Stückchen tiefer und dann passt das doch. Perfekt. Kann man die nicht mal hören? Alles klar. Geil. Da geht's ab, ey. Oh ja, bitte. Jetzt ist die Frage, welches ich nehme. Blau nicht, nee, aber das Türkise schaut gut aus. Ich sehe nur irgendwie nichts. Vielleicht nur bei Nacht.
Wer weiß das schon? Aktuell sieht man jedenfalls nichts. Ist auch geil, dass der Wagen das so hin und her wackelt, ne? Wieso richtig bei einem V8? Nicht gut gemacht. Naja, wenn euch Tag 3 gefallen hat, dann schaltet auf jeden Fall wieder ein zu Tag 4. In diesem Sinne, stay tuned und bis bald.